Heimspiel gegen Leverkusen, danach dann gleich wieder gegen Ajax. Erst zu Hause, dann Leipzig, dann wieder Ajax auswärts. Aber wir haben es, glaube ich, 3 englische oder 4 englische Wochen hintereinander. Wenig Ersatzspieler, vor allem auf den Flügeln. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Beste Newcomer der Saison, Finn Stark ist darunter. Auf Platz 9. Kann natürlich mit denen hier nicht so mithalten. Am August hat gegen uns, glaube ich, auch recht gut gespielt. 22 und schon 75er Stärke. Ist okay. Der ist echt gut. Hat sich auch sehr im Marktwert gesteigert. Andreas Andresen. Haben sie den denn her? Von Celtic Glasgow für 6 Millionen geholt. Hat schon 13 Spiele gemacht. Ein stammrechter Verteidiger zu sein hier. Ist schon 15 jetzt mittlerweile wert. Dribbler auf dem rechten Verteidigerposition. Spannend. Eigentlich greift Bayern ja auf stärkere Spieler zurück. Topspiel steht an. Erster gegen Dritter. Kjaer immer noch angeschlagen. Besteht erhöhte Verletzungsgefahr, den setzen wir noch nicht ein. Gießen ist erstmal zurück in der zweiten Mannschaft. In der Jugendmannschaft. Komm ich nochmal rein in die Jugend. D-Jugend. Justin Gießen ist auch wieder dabei. Kann ich eigentlich auch schon mal gucken hier in der zweiten Mannschaft. Er wird der zweiten Mannschaft schon gut tun. Und auch hier könnten wir ihn gebrauchen. Soll ich ihn nochmal fürs Spiel hochholen? Kommt nochmal in den Kader für eine Woche. Auf die Bank. Zweite Mannschaft kriegt nochmal ein Freundschaftsspiel gegen Löhne auswärts. Dann geht's auch schon los gegen Leverkusen ins Topspiel. Heute keinem Zweikampf aus dem Weg gehen. Oder ein Remis mindestens. Ein Remis mindestens. Heimspiel in Osnabrück gegen den Tabellendritten. Los geht's. Sul super durchgesetzt, verliert dann nochmal den Ball mit dem Fehlpass. Nielsen. Schottmauer mit dem Foul und der gelben Karte. Gleich zu Beginn. Das ist natürlich eine Hypothek. Ich hoffe, er reißt sich jetzt zusammen. Nicht, dass wir so früh dann mit einem Mann weniger spielen. Guter Pass auf die Außen zu Hahn von den Leverkusenern, aber Günther ist da. Wird gleich wieder abgepfiffen. Oh, da war nicht wirklich ein Foul. Weiß nicht, was der da gesehen hat, der Schiri. Schön geklärt. Griffiths zu Pedro Henrique, jetzt der Konter. Kommt an Jung nicht vorbei. Kampl versucht den Gegenzug. Von Singh erstmal gestoppt. Çalhanoğlu auf Chicharito. Schopenhauer klärt den Ball fair. Griffiths in die Mitte zu Sul, der nach außen gelegt auf Pedro Henrique. Hat jetzt zwei Mann gegen sich. Jung legt ihn. Das muss es aber auch gelb geben. Klares Foul. Keine Karte. Griffiths bringt ihn vors Tor los. Gut reingebracht. Und direkt genommen Sul. Nachschuss. Drin. Erst kann er noch halten, der Leno. Und dann macht Sulin rein. Wahnsinn, was für ein tolles Tor! Und seine Freistöße aus dieser Entfernung sind immer brandgefährlich. Direkt genommen und dann der Nachschuss. Oder ist Lino gar nicht mehr im Tor?
Hahn über rechts außen. Günther versucht den Ball zu erobern. Kann Hahn stoppen. Leitet weiter zu Suhl. Suhl auf die Außen zu Nielsen. Nielsen auf der linken Seite. Versucht durchzustecken zu Griffiths. Der kommt nicht ran. Orban kann klären. Und Chicharito im Abseits. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Da braucht man keine Wiederholung. Das war klares Abseits. Toljan auf Pedro Henrique. Wird gefault. Doppelgrätsche. Jetzt aber die Karte. Ja, jetzt kommt die Karte gegen Gideon Jung. Da hat sich Leverkusen mal wieder bei Hamburg bedient. Doppelt weggeräumt. Jetzt Griffiths mit dem zweiten Freistoß. Nach dem ersten gab es das Tor. Griffiths, gut reingebracht. Erstmal geklärt von Çalhanoğlu. Schopenhauer zu Griffiths. Jung kann den Ball weghauen. Chicharito kommt angelaufen. Kein Abseits, aber Schopenhauer ist da. Klärt zum Einwurf. Leverkusen versucht es erneut. Çalhanoğlu zurück zu Bender. Bender zu Chicharito. Bretlo kriegt noch die Arme hoch. Suhl verliert den Ball. 10 kann ich entscheiden. Stören Chicharito jetzt am Strafraum. Spiel zurück zu Bender. Bender zu Chicharito. Verliert den Ball gegen Pelé. Suhl zu Griffiths. Der zu Nielsen raus auf die Seite. Wird gefoult. Kein Freistoß. Bender mit der Flanke. Chicharito am Pelé vorbei. Aber ganz schwacher Abschluss. Hat Pelé noch entscheidend gestört. Kampel versucht es wieder. Die 5er Abwehr der Osnabrücker steht. Kampel kommt aber in den Strafraum. Gerade noch so geklärt. Leandro Franco zu Chicharito. Der jetzt im Strafraum. Bretlo kann klären. Pedro Henrique, jetzt der Konter. Über rechts. Griffiths verliert den Ball in der Mitte. Abwehr steht gut bei Osnabrück. Wir sind mit der Flanke auf Griffiths, aber Orban klärt per Kopf. Meissner, weiter Ball nach vorne zu Griffiths. Griffiths an Jung vorbei. Im Strafraum mit dem Abschluss knapp vorbeigeschossen. Abschlag Leverkusen. Leissner, weiter Ball nach vorne zu Griffiths. Der weiter zu Suhl. Suhl geht an Orban vorbei. Aber Janowski hält. Kein Problem. Ganz schwacher Abschluss von Suhl. Griffiths erobert den Ball, spielt zurück zu Singh. Pedro Henrique. Weiter Ball auf Nielsen. Da kommt er nie im Leben ran. Noch 3 Minuten bis zur Halbzeit. Pedro Henrique erobert den Ball, schießt ihn gleich wieder nach vorn. Bender auf Kampel, der auf links außen ist, an Toljan vorbei. Toljan versucht zu stören. Toljan. Und erobert den Ball. Singh auf die Außen. Pedro Henrique setzt sich durch. Griffiths hat jetzt noch Jung und Orban vor sich. Orban kann erst klären, aber Griffiths setzt sich dann durch. 26. Tor in der Liga, kurz vor der Pause. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann... Da ist er gestolpert, der Orban. Das hat Griffiths natürlich eiskalt ausgenutzt. 2-0 Führung. Chicharito hatte einige Chancen, aber Bretlo hat super gehalten. Gut, Schopenhauer geht runter, dafür kommt Stark. Engelhardt kommt für Bretlo, damit er noch ein bisschen Spielpraxis sammeln kann. Bei 2-0 kann ich das mal machen. Und Gießen kommt für Hamed Singh. Volles Risiko. Halbzeitansprache, das sieht sehr gut aus. Jugendforsch bei VfL Osnabrück. Suhl bearbeitet Chicharito da. Wird dann gefoult von ihm. Das dürfte fast gelb geben noch. Hat er Glück gehabt. Engelhardt mit dem ersten Ballkontakt. Macht einen Abstoß. Weit ausgeführt auf außen.
Kommt Henrique nicht ran. Kampel bringt den Ball zurück. Pelé kann klären. Gießen jetzt. Mit dem Ball auf Griffiths. Kommt nicht an. Leistner zu Suhl. Suhl auf Gießen. Gießen raus zu Pedro Henrique. Kampel kann den Ball abfangen. Leistner vor Chicharito geklärt. Griffiths auf die Außen zu Nielsen. Nielsen ist viel Platz vor sich. Tete kommt angelaufen. Legt Nielsen. Freistoß Osnabrück. Gelbe Karte für Tete. Kenny Tete. 54 Minuten gelbe Karte. Da kann man sich mal aufregen, ja. Nur ein Mann gegangen. Nächste Chance für Griffiths. Den wird er wohl nicht direkt machen. Blanke rein. Janowski hält. Jetzt der Abschlag von Bayer. 2-0 Führung weiterhin. Bender weiter Ball. Chicharito setzt sich nicht gegen Stark durch. Stark hat super gehalten, den Ball aufgehalten. Wieder super abgefangen. Nur der Spielaufbau von ihm ist noch nicht so gut von dem jungen Mann. Da muss er noch dran arbeiten. Suhl verliert den Ball. Hahn. Suhl erobert den Ball zurück. Verliert dann aber mit einem Fehlpass wieder den Ball. Pelé klärt den ersten. Kampel jetzt über links außen. Mit der Flanke rein. Leistner kann klären. Suhl muss jetzt den Ball rausbringen. Gießen. Auf die Außen zu Pedro Henrique. Gut gemacht von Gießen. Pedro Henrique. Orban kann klären. Chicharito auf dem Weg zum Tor. Engelhardt traut sich nicht, geht nicht raus, aber eine Glanztat. Super gehalten. Suhl zu Nielsen. Der versucht, Griffiths ins Spiel zu bringen. Leverkusen kommt jetzt besser in Fahrt. Und Chicharito mit dem Anschlusstreffer. Schlecht verteidigt. Keine Chance für Engelhardt, da noch was zu machen. Na und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Und jetzt ist es nur noch... Super Pass in den Lauf. Das war echt gut gespielt von Leverkusen. Pedro Henrique auf Gießen. Ne, Griffiths, Entschuldigung. Die beiden verwechsel ich immer wieder. Weil sie beide blond sind und vorn drin stehen jetzt gerade. Dazu noch Nielsen auf links. Günther jetzt von hinten. Lässt er mal einen Schuss los. Aber Janowski hat den rechtzeitig gesehen. Nielsen mit Zahn unter Druck. Griffiths erobert dann den Ball. Nielsen gegen Tete. Wieder gefoult. Aber kein Freistoß. Haben da Probleme auf der rechten Abwehrseite, die Leverkusener. Pelé gegen Chicharito. Chicharito gegen die Latte. Stark muss jetzt den Ball rausbringen. Klärt aber super zur Seite zu Günther. Nicht unüberlegt nach vorn gebolzt. Leider kriegt Suhl das nicht so gut hin. Günther. Suhl mit dem Befreiungsschlag. Orban holt sich den Ball. Nächste Angriffswelle rollt. Die wollen jetzt den Ausgleich, aber nicht so. Nicht so. Gabriel kommt für Çalhanoğlu. Aranguiz, Gabriel Bender auf Kampel. Der versucht den Pass in die Mitte zu Chicharito. Soll wohl als nächstes ausgewechselt werden. Gießen zurück zu Suhl. Und Suhl verliert den Ball. Gut, dass Günther da aushilft. Raus zu Nielsen auf die Seite. Wird wieder mal gefoult. Wieder gibt es keinen Freistoß. Jetzt Chicharito mit der Chance. Riesenchance, aber Engelhardt hält. Stark klärt den Ball. Toljan, Suhl. Suhl mit dem Ball auf die Außen zu Pedro Henrique. Der verliert gegen Gerhard. Chicharito gegen Engelhardt. Kam mal weit raus, der Keeper. Stark schlecht gequert. Pässe kommen jetzt nicht mehr so gut an. Gießen mit dem guten Pass auf Pedro Henrique, der den Ball leider verliert. Kampel jetzt wieder. Wird von Gießen aufgehalten. Pedro Henrique. Da laufen alle am Ball vorbei. Hahn kann ihn aber noch von der Seitenauslinie wieder einfangen. Setzt sich gegen Günther durch mit der Flanke.
Pelé klärt erst, Gabriel jetzt. Gießen schmeißt sich dazwischen. Und das war's. 2-1 Sieg gegen den Tabellendritten. Damit können wir zufrieden sein. Warum jubelt Bayer Leverkusen? Die haben verloren. Sollte dem vielleicht einmal einer Bescheid sagen, dass er das Spiel nicht gewonnen hat. Leverkusen mit einigen Chancen. Aber die waren nicht chancenlos. Chicharito hat da immer wieder für Ärger gesorgt. So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert. Und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für ihre Aufmerksamkeit daheim. Hier nochmal der schöne Pass von Hahn auf Chicharito. Gutes Spiel von beiden Torhütern. Auch Engelhardt hat zwar einen Gegentreffer kassiert, aber gut mitgehalten. Leverkusen war wirklich stark. War nicht so deutlich, dass wir das gewinnen. Vor allem zum Ende hin haben sie richtig Druck gemacht. Weiter 5 Punkte Vorsprung. Zwar hat Dortmund gewonnen. Wir konnten unseren Vorsprung jetzt auch auf 10 Punkte auf Leverkusen ausbauen. Also Champions League sollte nächste Saison sicher sein. Meisterschaft sieht auch sehr, sehr gut aus. Engelhardt war ein guter Griff im Winter, das stimmt. Nächsten Spiel geht es dann schon wieder in der Woche weiter gegen Ajax zu Hause.